Es war das bestbesetzte Handballturnier, welches die Sportstadt Dessau je gesehen hat. Der 13. internationale Peugeot Cup, fast ausschließlich mit Erstligisten. Neben drei Erstligisten aus Deutschland vervollständigten Rettbergsitz Göteborg und Füllingen aus Bergen. Sowie Drittligist DRHV das Starterfeld. Ein Handballturnier fast ausschließlich mit Erstligateams zu besetzen während einer Europameisterschaft birgt einige Gefahren. Die Stars bleiben fern, die Zuschauer ziehen enttäuscht von dann, weil die vermeintlich großen Mannschaftsnamen nicht das halten, was sie versprechen. Nicht so am vergangenen Wochenende in der Anhalt Arena Dessau. Zwar waren diesmal bis auf den DRV nur Erstligisten vertreten, zwar mussten diese auf eine Vielzahl ihrer Spieler wegen der Europameisterschaft verzichten, aber dennoch wurde den Zuschauern richtig guter Handball geboten. Im Finale mit dem TBV Lemgo und den Füchsen aus Berlin. Beide Mannschaften hatten den Ausfall von Stammkräften mit A-Jugend- und Juniorenspielern kompensiert. Gegen die internationalen Mannschaften Göteborg und Füllingen hatten beide Finalisten wenig Probleme. Berlin hatte zudem den DRHV geschlagen, Lemgo die Partie gegen Ligakonkurrent SC Magdeburg nach einem 10:11 zur Pause gedreht und am Ende 18:15 gewonnen. Doch gegen die Füchse fehlte die Konzentration. Auch den Berlinern steckten bereits zwei Spiele in den Beinen, doch die Jungfüchse konnten bis zur Pause einen 7:5 Vorsprung herausholen. In den zweiten 15 Minuten drehten die Lemgoer die Partie. Ein 6:1 Lauf direkt nach Wiederanpfiff bedeutete die 8:11 Führung. Ein 3-Tore Vorsprung, den Lemgo in den letzten 5 Minuten sicher verwaltete. Am Ende musste sich Berlin 12:14 geschlagen geben. Ja, ich denke, am Anfang hat es ein bisschen uns schwer gefallen, ein Spiel einzufinden. Haben ein paar technische Fehler gemacht, ein paar Bälle verworfen, aber dann haben wir die Abwehr stabilisiert, vorne im Angriff auch gut gespielt und dann haben wir auch verdient gewonnen gegen die Füchse. Der Dessau-Roßlauer Handballverein hatte, wie auch die enttäuschenden Magdeburger, beide Vorrundenspiele verloren und so blieb nur das Spiel um Platz 5. Beim 12:13 gegen Bergen hatten die Hausherren ein besseres Ergebnis verspielt. Bereits am Samstag hatte die Mannschaft von Georgi Sviridenko in Aue alles gegeben, knapp verloren und so war der Peugeot Cup eher zusätzliche Trainingseinheit als große Herausforderung. Magdeburg wollte sich die Blöße nicht geben und ohne einen Erfolg zurück in die Landeshauptstadt reisen. Dessau-Roßlau konnte nur in den Anfangsminuten mithalten. Am Ende stand ein 19:12 und damit die dritte Niederlage im dritten Spiel und so blieb Kapitän Hettrich und seiner Mannschaft am Ende nur der letzte Platz. Die Titel gingen fast alle zum TBV Lemgo. Die mit Malt Petrei den besten Spieler des Turniers stellten Sebastian Preis nahm mit 18 Toren den Titel des besten Torschützen mit auf die Heimreise. Einzig den Titel für den besten Torhüter gönnten die Ostwestfalen Hans Linge von Rettbergsliz Göteborg. 53 Tore hatte Lemgo in 3 Partien geworfen, 39 bekommen, das reichte zum Pokal. Den gab es aus den Händen von AST Peugeot Dessau-Geschäftsführer Thomas Stein. Ich denke, die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gebracht in allen 3 Spielen. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Spielern nur dabei gehabt, weil wir ein paar verletzt haben. Aber natürlich mit dem Turniersieg bin ich super zufrieden. Alle Turnierteilnehmer zeigten sich mit dem 13. internationalen Handballturnier um den Peugeot Cup höchst zufrieden. Schon jetzt sprachen einige vom Wiedersehen im nächsten Jahr.